Hallo, das ist jetzt der dritte Teil zum Bau von unserem Lithium-Eisenphosphat-Akku für unsere Solaranlage. Wie gesagt, wir bauen einen 24-Volt-Solarakku mit etwas über 5000 Wattstunden, also 200 Amperestunden. Ja, jetzt in diesem Teil werden wir das Gehäuse fertig bauen und werden die Zellen erstmal initialisieren bzw. aufladen. An dieser Stelle nochmal der Warnhinweis, wir arbeiten hier mit Strom und Spannung und da sollte man über entsprechende Kenntnisse verfügen. Wir arbeiten hier zwar mit niedrigen Spannungen, aber mit sehr hohen Strömen. Es können weitaus höhere Ströme als 200 Ampere fließen. Da können Lichtbögen entstehen, Brände entstehen, es kann sogar Metall schmelzen. Also man muss hier wirklich wissen, was man tut, sonst kann man sich wirklich sehr gefährlich verletzen, sogar lebensgefährlich verletzen. Das Video ist auch keine Anleitung, sondern es soll einfach nur zeigen, wie ich meinen Akku gebaut habe und soll inspirieren. Wenn ihr Ähnliches baut, dann macht ihr das natürlich auf eigene Gefahr. Im letzten Teil habe ich ja schon gezeigt, wie wir das Gehäuse bauen. Da haben wir das Gehäuse auch innen isoliert und haben die Einsätze gebaut und so weiter haben wir da alles gesehen. Jetzt führen wir die Plus- und Minuspol nach außen. Das kann man über Buchsen machen, dass man einfach eine Buchse einbaut, wie beim Netzteil oder Labornetzteil auch, dass man zwei Buchsen einführt und dann da dann die Solaranlage oder was man eben anschließen will, anschließt. Ich habe mich dafür entschieden, zwei Verschraubungen einzubauen und das Kabel einfach mit einem Kabelschuh nach außen zu führen, also Plus und Minus. Das kann man machen, wie man möchte. Ne? Bei mir in der Solaranlage ist es praktischer, wenn ich gleich das Kabel nach außen führe, weil es ist in der Regel immer ja, dieselbe Solaranlage angeschlossen. Da brauche ich nie öfters die Pole wechseln und da ist das einfach praktischer. Ihr könnt aber auch Buchsen einbauen. Es gibt sehr gute Buchsen. Ich verlinke euch die auch nochmal in der YouTube-Beschreibung und im zugehörigen Beitrag. Die nutzen hier dasselbe Loch wie die Verschraubung. Ich werde also jetzt hier 18 mm Loch bohren. Seht ihr ja schon, habe ich schon gemacht. Ich habe vorgebohrt und dann einfach mit einem Stufenbohrer auf entsprechende Größe. 18 mm bei PG11. PG11 ist die Größe der Verschraubung und wenn ihr die Buchsen kauft, ich hatte sie eben mal eingeblendet, die brauchen auch ein Loch von 18,5 mm, also das könnt ihr in beiden Fällen so machen. Die PG11 Verschraubungen eignen sich sowohl für 16 Quadratmillimeter Kabel als auch für 25 Quadratmillimeter Kabel, je nachdem welches Kabel ihr verwenden wollt, wie stark ihr eben das Akku belastet. Verlinke ich euch aber auch nochmal da eine Bezugsquelle zu diesen Verschraubungen. Hier baue ich jetzt die Griffe oben nochmal an den Deckel. Da hatten wir beim letzten Mal diese Lüftungsgitter eingebaut, damit unser Akku gut belüftet ist und auch sich kein Kondenswasser bilden kann oder Hitzestau entsteht. Die Griffe, die habe ich jetzt mit dem 3D-Drucker gedruckt. Da, wenn ihr wollt, verlinke ich euch da im Beitrag nochmal das Modell, was ich verwendet habe. Da habe ich jetzt keine eigene Zeichnung gemacht. Da gab es schon sehr viele, die man kostenlos runterladen kann. Da habe ich einfach eine Standardzeichnung genutzt. Und gut, wenn ihr keinen 3D-Drucker habt, dann könnt ihr auch ganz normale Möbelgriffe oder sowas im Baumarkt kaufen. Mit den Zellen werden ja auch die Schrauben und die Metallverbinder geliefert. Ich hatte ja schon erwähnt, das sind Kupferverbinder, die verzinnt sind. Die kann man so natürlich, wie sie geliefert werden, direkt dran schrauben. Ich habe mich entschlossen, die noch ein bisschen zu isolieren. Muss man nicht machen, aber je weniger Kontaktflächen man hat, wo man irgendwelche Kurzschlüsse verursachen kann in der Handhabung, desto besser. Also da, wo man isolieren kann, sollte man eigentlich isolieren. Und das habe ich halt so gemacht. Ich habe da einfach Schrumpfschlauch auf entsprechende
ja, Größe geschnitten, Pi mal Daumen. Und dann seht ihr ja, einfach drumherum gesteckt und dann mit der Heißluftpistole erhitzt. Und ruckzuck hat man die Verbinder schön ordentlich isoliert. Sieht ein bisschen schicker aus und man hat eben eine Stelle, die eben doch ein bisschen isoliert ist. An den Seiten von dem Gehäuse habe ich auch nochmal eine dünne GFK-Platte eingeschoben, einfach damit eben die Hitze doch nochmal von der Siebdruckplatte entfernt ist oder geschützt wird. Die Siebdruckplatten sind ja auch relativ schwer entflammbar und wie gesagt, so ein Eisenphosphat-Akku entzündet sich selbst auch nicht. Also sind eigentlich so und so sicher, aber ich wusste anfangs noch nicht, wie heiß die im Betrieb werden, hatte ich auch schon mal erwähnt. Und weil so einen Akku in dieser hohen Kapazität hatte ich da vorher auch noch nicht gebaut. Und da muss man natürlich erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, wie das nachher im Betrieb ist. Inzwischen habe ich ja die Erfahrung, ich habe sie also schon mehrere Monate im Betrieb und kann sagen, dass das eigentlich nicht unbedingt nötig ist. Also im Betrieb war das Akku immer so zwischen 18 und 22 Grad warm, steht bei mir im Keller, selbst an Tagen, wo es draußen 30, 40 Grad ist. Das eben bei meiner Belastung von etwa 40 Ampere bis etwa 40 Ampere, mehr Strom brauche ich nicht zu ziehen. Man kann natürlich aus so einem Akku auch 200 Ampere und mehr ziehen, aber solche hohen Ströme brauche ich für meine Anwendung nicht und deswegen spreche ich immer nur von meiner Anwendung. Da entsteht eigentlich keine nennenswerte Wärme, sodass man das eventuell auch lassen könnte. Wer aber sicher gehen will, kann es eben so machen, wie ich es gemacht habe. Einfach dünnes GFK dazwischen schieben, 0,5 mm oder ja, 0,5 mm habe ich hier verwendet, kann man mit der Schere schneiden und dann ist das okay. Hier habe ich nochmal die Schraubenschlüssel, die ich verwende, später um die Schrauben, den Imbusschlüssel und einen Schraubenschlüssel isoliert. Das kann man mit Isolierband machen oder eben auch mit Schrumpfschlauch, wie ich es hier gemacht habe. Denn wenn man später jetzt diese Schrauben festschrauben, oben auf den Zellen, dann darf natürlich auf keinen Fall was drauf fallen und schon gar nicht ein Schraubenschlüssel, der dann irgendwelche Kontakte kurz schließt. Dann haben wir den Salat und ja, da fließen diese hohen Ströme und das bleibt ja sofort kleben. Das kriegt man ja auch nicht mehr so einfach weg. Also die Zelle wird dann auf jeden Fall platzen und es werden giftige Dämpfe austreten. Es können natürlich auch Lichtbögen entstehen, die dann, wie gesagt, Verbrennungen verursachen. Also auf jeden Fall alle Werkzeuge isolieren. Es darf auf keinen Fall ein Kurzschluss hervorgerufen werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Zieht auch einen Schutz an. Ich habe da ja so einen Gesichtsschutz, den ich anziehe. Das machen auch Elektriker, wenn sie an höheren, hohen Strömen arbeiten, wie der Panzersicherung. Dann zieht man so einen Gesichtsschutz an und dann ist man auch für den Extremfall ein bisschen geschützt. Bevor ich die Kontakte oder die Verbinder anschraube, da tue ich alle Kontakte nochmal mit einem feinen Schmirgelpapier, also einem feinen Sandpapier, mindestens Körnung 1000, ich habe hier 2000 verwendet, nochmal ein bisschen säubern, denn die können ganz leicht oxidiert sein, obwohl ich hier nichts bei den neuen Zellen festgestellt habe. Die waren eigentlich schon in gutem Zustand, dennoch kann es immer gut sein, die nochmal ein bisschen abzuschleifen. Das geht also relativ flott. Da werden dann auch Klebereste von dem Isolierband beim Abkleben der Kontakte schön schnell beseitigt. Die kleinen Schrauben kann man schön mit dem Imbusschlüssel festschrauben. Die haben oben so einen Anschluss für den Imbusschlüssel. Und die sollte man aber nicht zu fest ziehen. Also nicht da mit aller Gewalt reindrehen. Ihr müsst bedenken, ihr dreht hier in Aluminiumanschlüsse und wenn nach fest kommt, kaputt. Ne? Also einfach nach Gefühl ein bisschen handfest und dann ist das schon okay. Wir stellen jetzt alle Zellen nach dem Putzen und nachdem wir die Anschlüsse oder die Schrauben reingedreht haben, nebeneinander. Da unbedingt auf die Polung achten. Der Pluspol und der Minuspol, die müssen jeweils auf einer Seite sein. Auf keinen Fall eine Zelle falsch rum reinstellen, denn dann hätten wir den Salat
wäre nicht gut. Dabei messe ich überall nochmal die Spannung und die Spannung ist eben wirklich überall gleich. Nur eben die letzte Stelle, da habt ihr gerade gesehen, da war bei einer Zelle die Spannung 0,00, glaube ich, 3 Volt höher. Also das zählt eigentlich nicht in der dritten Stelle, das kann man vernachlässigen. Dann setze ich die Verbinder ein. Und zwar, wie gesagt, achtet unbedingt, dass alle Zellen in der richtigen Reihenfolge stehen und verpult da nichts. Dann kann man die Verbinder vorsichtig einsetzen, denn wir wollen jetzt alle Zellen parallel schalten. Deswegen, alle Zellen werden wirklich parallel schalten. Das machen wir nur für die Aufladung. Später werden die natürlich anders verdrahtet. So bleibt ja die Spannung gleich, nur die Ströme der Zellen addieren sich. Und diese Schaltung hier nutzen wir einfach nur zum Aufladen. Zuerst werde ich die Verbinder leicht mit der Hand anschrauben und dann ziehe ich sie mit dem Schraubenschlüssel etwas fest. Also hier müsst ihr natürlich wirklich aufpassen, dass ihr keine Kurzschlüsse verursacht, dass euch nichts auf diese Zellen drauf fällt. Denn eine Zelle allein kann schon mehrere hundert Ampere fließen lassen. Also durchaus 600 Ampere können schon bei einer Zelle fließen. Wenn wir diese jetzt parallel schalten wie hier, dann können ja 8-mal so viel fließen. Also das ist ein extrem hoher Strom. Das ist mehr als jedes Schweißgerät liefert beim Schweißen. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Nachdem ich die Zellen zusammengeschraubt habe, also parallel geschaltet habe, lasse ich sie nochmal einige Stunden stehen. Da kann sich die Spannung nochmal optimal ausgleichen, wobei das ja hier im Vornherein eigentlich schon fast der Fall war. Aber kann nicht schaden, wenn sie einfach mal einige Stunden stehen. Und dann nehme ich ganz einfach ein Labornetzteil. Da solltet ihr ein Labornetzteil nehmen, was ja mit möglichst hohen Strom liefert. Hier das liefert, glaube ich, um die 7 Ampere Strom. Und das stellen wir auf 3,65 Volt und das ist die Entladespannung, die Ladeschlussspannung und verbinden wir dann mit den Zellen. Auch hier wieder Plus und Minus auf keinen Fall verwechseln und damit laden wir das auf. Das Labornetzteil achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr keine andere Spannung einstellt. Eine höhere Spannung als 3,6 Volt kann die Zellen kaputt machen. Also auf keinen Fall höher als 3,65 Volt gehen. Falls ihr noch kein Netzteil habt, kein Labornetzteil, kann ich euch dieses hier dringend empfehlen. Ich verlinke euch das auch nochmal in der YouTube-Beschreibung und im Beitrag. Das hat nämlich einige Vorteile. Die Spannung kann sich nicht so leicht verstellen. Selbst wenn ihr an den Regler drankommt, dann verstellt sich nichts. Man muss nämlich, das ist nämlich ein digitales Netzteil, man muss nämlich den Regler einmal drücken und kann dann digital jede Zahl einstellen. Also es ist wirklich sehr, sehr sicher. Nicht wie bei Netzteilen, wo noch so ein analoger Podi dran ist. Da kann sich mit der Zeit, wenn man Pech hat, die Spannung auch mal ein bisschen verstellen, zumindest so hin am Komma. Und da ist dieses hier wirklich sehr sicher, weil es halt digital funktioniert. Zudem ist es ungeheuer leicht und hat Strombegrenzung, verschiedene Strombegrenzungen, könnt verschiedene Spannungen vorprogrammieren und lauter solche Sachen. Und es ist sogar noch sehr günstig. Ich glaube, es kostet, wenn ich mich nicht täusche, nur so um die 50, 60 Euro. Also ich verlinke es euch auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall sinnvoller, als wenn ihr euch ihr nochmal ein Ladegerät kaufen wollt. Also kauft euch nicht extra nochmal für diese Lithiumzellen ein Ladegerät. Das macht keinen Sinn. Dann kauft euch lieber so ein digitales Labornetzteil. Das könnt ihr für viel mehr Zwecke verwenden als eben ein Ladegerät. Das Ladegerät braucht ihr vielleicht ein, zwei Mal alle 10 Jahre oder so. Das hier könnt ihr wirklich sehr oft für Experimente nutzen. Da wir jetzt alle Zellen parallel geschaltet haben, hat unser Akku ja jetzt eine Kapazität von 1600 Ampere, also 8 mal 200 Amperestunden. Das sind 1600 Amperestunden und wir laden jetzt nur mit 5,73 Ampere. Das geht jetzt langsam runter, von Tag zu Tag geht das etwas runter, aber bei dieser Ladestärke müssen wir schon einige Tage laden, bis das Akku voll ist. Da müsst ihr jetzt leider durch. Man kann rechnen, es kommt darauf an, wie viel Kapazität jetzt vorher in dem Akku war, aber so ungefähr dauert es
11 Tage, 11, 12 Tage, ich weiß nicht mehr genau, 11 oder 12 Tage hat es, glaube ich, gedauert und dann ist das Akku komplett voll und die Stromanzeige ist dann am Netzteil auf 0 Ampere, ich glaube ein paar Milli, 2-3 Milliampere zuletzt, ich glaube es war sogar 0 am Ende und dann kann man das Netzteil abmachen, dann ist das Akku voll. Wichtig ist eben, dass einmal das Akku komplett voll geladen wird, damit es eben wirklich einen definierten Ausgangszustand mit, wo alle Zellenspannungen gleich sind, hat. Das kann man natürlich auch schneller machen, indem man die Akkus einfach in Reihe schaltet, dann erstmal vorlädt. Da kann man ja dann eine höhere Spannung nutzen, wenn es komplett in Reihe geschaltet ist. Und da geht das natürlich schneller, weil natürlich eine höhere Leistung reinfließt. Und erst am Ende schaltet man sie dann nochmal parallel und bringt sie dann auf gleiche Zellspannung. Aber warum soll man sich so viel Arbeit machen? Es geht ja so viel bequemer. Ja, wir müssen ja jetzt auch nicht warten, denn wir machen hier an der Stelle erstmal wieder Schluss. Und im nächsten Teil, ja, dann, ich denke, dann bauen wir das Akku komplett fertig und testen es vielleicht auch schon mal. Ja, wie gesagt, Videoteile findet ihr verlinkt in der Videobeschreibung oder bei mir im Blog. Den Link zum Blog, da findet ihr auch die ganzen Materialien, findet ihr auch in der YouTube-Beschreibung. Ja, dann bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.